Diese ganze Veranstaltung findet statt im Rahmen der Zoom-Reihe Partizipation und Demokratiebildung in Kindertagesstätten. Muss ich mal eben ein Fenster hier weg. So. Und wir freuen uns, dass heute Philipp Sandermann da ist. Sie sind uns heute aus Lüneburg zugeschaltet. Und Herr Sandermann, Sie machen vergleichende Wohlfahrtssystemforschung. Das ist ja schon mal eine Ansage. Und das ist eine Begrifflichkeit, die auf hochkomplexe Prozesse schließen lässt, die Sie hoffentlich ganz, ganz genau angucken. Und so ein Prozess, wie Eltern, die mit Fluchterfahrungen in ein für sie fremdes Land kommen, wie reagiert ein System darauf? Und was müssen die Fachkräfte, die in diesem System tätig sind, können, tun und ich sage mal wollen oder möglich machen, um Menschen ein Ankommen und ein gutes Sein und am besten noch eine Förderung der kindlichen Entwicklung der Kinder, die sie mitgebracht haben, hier erleben zu können. Man muss nicht alles möglich machen, aber die Systemteile spielen da eine Rolle. Also deswegen bin ich ganz gespannt. Sie sind Professor für Sozialpädagogik an der Leuphana, am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Und wer da noch genauer hingucken möchte, kann das ganz schnell googeln. Sie sind ein unsagbar vernetzter Mensch in diesem ganzen Kontext von Flucht, Flüchtlingserfahrung, Unterstützung von Menschen, die Fluchterfahrung etc. haben. Und dass Sie die Kinder und deren Eltern in den Blick nehmen, finde ich besonders bemerkenswert. Und deswegen freue ich mich auch, dass Sie heute hier sind und würde Ihnen an dieser Stelle gerne das Wort übergeben. Ganz herzlichen Dank, Frau Schmidhut. Das ist sehr freundlich, wie Sie mich begrüßt haben und eingeführt haben. Und dieser Bezug auf die vergleichende Wohlfahrtssystemforschung ist ganz interessant. In diesem Rahmen bin ich bisher mit der Thematik noch gar nicht so eingeführt worden, aber ich finde ihn tatsächlich so, wenn ich Ihnen zugehört habe, auch ganz naheliegend, weil in der Tat die Frage ja ist, transnationale, internationale Verhältnisse, wie Menschen sozusagen mit einer Migrationserfahrung in einem neuen System Fuß fassen können, was das mit den Menschen zu tun hat, aber auch was das mit dem System zu tun hat, der Gesellschaft, in der sie sich jetzt zurechtfinden müssen. Ja, ich freue mich, heute ein paar Ergebnisse präsentieren zu können aus einem jüngst jetzt oder gerade abzuschließenden Forschungsprojekt. Wir haben in den letzten knapp 3,5 Jahren empirische Forschung zu dieser Frage des Vertrauensaufbaus von geflüchteten Eltern gegenüber frühpädagogischen Angeboten durchgeführt. Und ich freue mich heute, so ein paar der Ergebnisse vorstellen zu können und auch die Zeit zu haben, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen im Anschluss an den Vortrag oder gerne, Frau Schmidhut hat es gerade schon angedeutet, auch wenn Zwischenfragen bestehen, durchaus währenddessen. Wir haben uns so ein bisschen abgesprochen und hatten oder der Vorschlag, der ja hier, glaube ich, auch relativ routiniert immer wieder auch mal durchgeführt wird, ist, dass ich so ein paar Vorabfragen Ihnen stellen darf. Das finde ich ganz spannend, weil das einfach nur mir auch dient zur Orientierung, was ist Ihr bisheriger Fokus auf das Thema, sodass ich dann entsprechend gut darauf auch eingehen kann. Und in dem Zuge haben wir mal 4 Fragen vorweg zusammen vorbereitet, die wir gerne jetzt, bevor ich überhaupt anfange, weiter in den Input zu gehen, in den Raum stellen wollen würden, sodass Sie daran eben teilnehmen können an dieser Befragung. Und es geht tatsächlich nur um so ein ganz grobes Bild an der Stelle. Aber das ist vielleicht auch eine ganz gute Reflexionshilfe, auf die wir ganz am Ende nochmal zurückkommen können, nachdem der Input dann gelaufen ist. Von daher wäre ich jetzt auf Ihren technischen Support angewiesen. Und da ist sie auch schon, die Kurzabfrage. Ich würde mich freuen, wenn Sie möglichst vollzählig daran teilnehmen. Ich bin immer ganz schlecht im Multitasking, deswegen halte ich jetzt mal kurz die Klappe, bis Sie da durch sind und dann rede ich weiter. Falls es Ihnen genauso geht.
So, die ersten Antworten gehen ein. Alle die, die jetzt gerade noch dazugekommen sind, Professor Sandermann startet gerade eine Kurzabfrage, an der Sie sich noch kurz beteiligen können. Es geht ja heute um das Thema Vertrauensaufbau mit geflüchteten Eltern. Wie kann das gut gelingen? Und Ihre Erfahrung, weil wir heute nicht ganz so eine große Gruppe sind, sind da von großer Bedeutung und auch eine gute Grundlage nachher für die Diskussion. Vielen Dank.79% haben jetzt geantwortet. Ich denke, wir warten noch eine halbe Minute. Jetzt haben wir es, glaube ich, jetzt müssten Sie es alle sehen, ne? Das Ergebnis dieser ersten Frage. Die Frage war ja, wie hoch Sie das Vertrauen fluchterfahrener Eltern gegenüber prüpädagogischen Angeboten halten. Und das ist, wie Sie, hoffe ich, gemerkt haben, keine Wissensabfrage, sondern einfach eine Frage danach, was Sie glauben an der Stelle. Da sieht man, wie das manchmal so ist, wenn man das so skaliert, dass man auch die Möglichkeit hat, sich in der Mitte einzupendeln, dass das viele gemacht haben, spricht vielleicht auch für ein sehr liberales Publikum, was wir jetzt haben, würden die PolitikwissenschaftlerInnen sagen, dass sie zur Mitte tendieren. Und wir sehen so ein bisschen eine Unentschiedenheit, also mittelmäßig ausgeprägt vielleicht. Eine Person traut sich zu sagen, sehr hoch, sehr niedrig, hat jetzt niemand vermutet, aber niedrig oder hoch, das hält sich so ungefähr die Waage. Ich werde das jetzt nicht aufklären, sondern wir werden das ja in Kürze sehen, so was die Empirie dazu sagt. Das nur mal als ein erster Hinweis auf Ihre Vermutung, was die Höhe des Vertrauens angeht. Dann gehen wir mal noch zur nächsten Frage. Müssen Sie runterscrollen am Balken, oder? Genau. Und sehen Sie das noch? Ah, okay. Einen Moment, vielleicht war das mein Fehler jetzt gerade. Super. Jetzt ist die Frage, für wie integrationsrelevant erachten Sie den Deutschspracherwerb von fluchterfahrenen Eltern? Also wie wichtig ist das, dass fluchterfahrene Eltern Deutsch lernen? Hier sehen wir doch eine sehr klare Tendenz. Also 48% von Ihnen haben jetzt gesagt, sehr relevant, also ungefähr die Hälfte. Eher relevant, sagen dann immer noch 40%. Mittelmäßig relevant, eher nicht relevant oder gar nicht relevant, das ist deutlich die Minderheit, die das so einschätzt. Jetzt ist das ein bisschen eine Einstellungsfrage natürlich auch, ne? Nicht eine Glaubensfrage, ne? Sondern werden Sie auf Einstellung gefragt, für wie relevant Sie das erachten. Ne? Das kann heißen, Sie haben jetzt eher daran gedacht, wie wichtig ist das für die Eltern oder wie wichtig finde ich das als eine Norm sozusagen. Ne? Steckt da beides mit drin. Dritte Frage wäre jetzt, für wie gut aufgestellt in Ihrer Persönlichkeit, Sie ganz persönlich als Person, halten Sie sich, wenn es um den Vertrauensaufbau mit fluchterfahrenen Eltern geht? Da haben wir jetzt vielleicht ein Publikum hier auch zusammen, das da relativ mit Selbstwertgefühl drauf antwortet und sagt, ich bin da eher gut aufgestellt oder sogar sehr gut aufgestellt.
zumindest mittelmäßig aufgestellt. Schlecht oder eher schlecht aufgestellt fühlt sich jetzt niemand von den hier Anwesenden, was erstmal ein schönes, ich sage jetzt schon mal bewusst, Grundvertrauen in ihre eigene sozusagen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist. Und viertens wäre jetzt noch die Frage, für wie gut aufgestellt halten Sie die Einrichtung, in der Sie arbeiten, wenn es um den Vertrauensaufbau mit fluchterfahrenen Eltern geht. Auch ein relativ positives Bild, finde ich jetzt, ein bisschen verhaltener als in Bezug auf die persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, also eher schlecht aufgestellt, noch immerhin 13%, mittelmäßig aufgestellt, ungefähr die Hälfte, eher gut aufgestellt, knapp 40%, das ist immer noch relativ positiv, aber so, Sie merken es, wenn Sie es in der Verteilung sich anschauen gegenüber der letzten Frage, ist es etwas ausgewogener, sieht ein bisschen schlechter aus für die Organisation, wie für die Personen, wie es hier aussieht. Okay, das einfach nur so ein bisschen, damit wir für Sie alle vielleicht und für mich auch so eine Idee davon haben, wie die anderen in der Gruppe das hier sehen, aber auch was so die Vorannahmen kollektiv sind zu diesem Thema. An der Stelle würde ich gerne mit Ihnen einsteigen. Und teile in diesem Sinne mal meine Präsentation mit Ihnen. Und möchte diese Frage, wie das ja heute auch hier betitelt ist, stellen. Wie kann Vertrauensaufbau mit geflüchteten Eltern gut gelingen? Was mir wichtig ist als erstes, was ich gerne sagen möchte, ist, dass wir keine evaluative Forschung betrieben haben in den letzten 3,5 Jahren. Wir haben also nicht uns angeschaut mit Vorerwartungen, was wäre denn jetzt gut, wie man mit Eltern mit Fluchterfahrung interagieren sollte und machen das die Fachkräfte auch gut. Das war nicht unser Anspruch, weil wir nämlich auch gar nicht den Anspruch als ForscherInnen-Team hatten, zu wissen, was gut ist. Wir haben also gar nicht nach guter Arbeit im engeren Sinne gefragt, sondern wir haben danach gefragt, wie funktioniert eigentlich der Vertrauensaufbau da, wo er funktioniert, auf welche Weise, unter welchen Bedingungen, wenn es um die Zusammenarbeit mit geflüchteten Eltern geht. Das war also von der Grundherangehensweise, ging es uns darum zu rekonstruieren und auch mithilfe von quantitativen Erhebungen einzuschätzen, erklären zu können, womit das zusammenhängt, wenn sich Vertrauen aufbaut zwischen geflüchteten Eltern und Fachkräften. Der Ansatz ist hier also eher, dass ich das vorstellen kann und dass wir gemeinsam über Schlussfolgerungen nachdenken können. Ich habe auch ein paar mitgebracht, was meine Schlussfolgerungen wären. Aber das ist mir wichtig zu sagen, damit Ihnen deutlich ist, was das Grundanliegen dieses Projekts war und dieser Forschung ist und was die leisten kann und was sie auch nicht leistet für Sie. Was möchte ich gerne machen mit Ihnen heute in der ungefähr dreiviertel Stunde, die wir haben, 40 Minuten? Wir haben uns gerade sozusagen ja schon vorgestellt und ein paar Vorannahmen ausgetauscht. Da würde ich jetzt gleich gerne nochmal anschließen dran, wenn es um wirklich das Thema Vertrauen zunächst mal geht, würde sie dann gerne ganz knapp in diese eigentlich sehr, sehr breite interdisziplinäre Diskussion um Vertrauen und Vertrauensaufbau einführen. Dann scharf stellen auf den Bereich, der uns heute interessiert, nämlich die frühpädagogischen Kontexte, in denen auch das Forschungsprojekt, von dem ich berichten kann, eben aufgestellt ist. Zum Projektkontext sage ich ganz kurz was, einfach vor dem Hintergrund dessen, dass Sie dann einschätzen können, worüber können wir was sagen und worüber können wir nicht sagen, also ich spezifisch heute. Und dann wird der Hauptteil dieses Vortrags eigentlich daran liegen, dass ich Ihnen ein paar Projektergebnisse vortrage, die eben diesen Vertrauensaufbau von geflüchteten Eltern gegenüber frühpädagogischen Angeboten betrifft, zu denen wir jetzt heute ich vorstellen kann, beziehungsweise wir geforscht haben in den letzten 3,5 Jahren. Und dann schauen wir mal, wie das so gruppendynamisch funktioniert. Spätestens da sollten wir sozusagen auch ein bisschen erstmal Austausch haben und dann kann ich Ihnen gerne auch noch Schlussfolgerungen aus meiner Perspektive sozusagen mit auf den Weg geben, sofern Sie die nicht eh selber alle schon gezogen haben, sage ich jetzt. Okay, wenn wir jetzt nochmal in Vorstellungen und Vorannahmen gehen, dann jenseits dessen, was ich gerade schon so gefragt habe,
würde mich jetzt unabhängig vom frühkindpädagogischen Kontext zunächst mal vielleicht als ein Einstiegsmoment für Sie auch, damit Sie gut mit ins Thema kommen, interessieren, woran Sie denken, wenn Sie an Situationen im Leben denken, in denen Vertrauen nötig ist. Also ich freue mich, wenn Sie Lust haben, wenn mal 2, 3 von Ihnen so eine spontane Assoziation äußern. Auch hier wieder, ne? Eher alltägliche Assoziation, geht es nicht darum, schon da irgendwas zu wissen oder vertrauenstheoretisch im engeren Sinne zu äußern, sondern woran müssen Sie ganz spontan denken? Was assoziieren Sie mit Situationen, wenn es um Vertrauen im Leben geht? Sie können das auch gerne einfach einwerfen, also ohne sich jetzt groß zu melden oder in den Chat zu schreiben. Dann, wenn jemand was sagen möchte an der Stelle, schalten Sie einfach Ihr Mikrofon ein und sagen es. Kinder in der Betreuung abgeben ist jetzt eine. Ja, also Antwort eine konkrete Chat. Situation, wenn Kinder in der Betreuung abgegeben werden, in der Einrichtung abgegeben werden, das hat was mit Vertrauen zu tun. Haben vielleicht einige sozusagen die Assoziation. Vielleicht können wir auch sozusagen nochmal nachdenken, womit hängt das zusammen, dass das was mit Vertrauen zu tun hat. Warum denken Sie an Vertrauen? Wenn ich eine eigene Unsicherheit spüre, egal in welchen Kontexten. Also wenn ich mich selbst unsicher fühle, dann brauche ich Vertrauen in die anderen, die mich im besten Falle unterstützen. Ja, also Situation, wenn wir das sozusagen etwas abstrakter formulieren, Situation, in denen ich mich oder zum Beispiel die Situation meiner Kinder unsicher fühle. Also Unsicherheit hat was mit Vertrauen zu tun. Vertrauen scheint irgendwie die Möglichkeit zu bieten, über Unsicherheit hinwegzukommen. Das ist eine Assoziation, die Sie haben, die schon sehr trifft, glaube ich, für vieles, was wir gleich auch uns noch angucken werden. Haben Sie noch eine andere Assoziation? Eine nehme ich noch, wenn Sie noch Lust haben. Vertrauen ist in Übergängen immer so entscheidend. Ja, also Übergänge, ja, ein Thema auch sehr stark der pädagogischen Forschung und Praxis der letzten Jahre, die uns immer wieder so deutlich werden. Auch dieses Beispiel, was gerade in den Chat gebracht wurde, ein Kind abgeben, hat für das Kind ja was von einem Übergang, auch für das Elternteil in gewisser Weise, in der Beobachtung. Ja, ich meine aber auch so was weiß ich, ein Umzug oder eine neue Arbeitsstelle oder... Ja, also kann auch biografisch gemeint sein, ne? Muss gar nicht so eine Einzelsituation des Übergangs sein, sondern eine Phase des Übergangs, eine Lebensphase des Übergangs, denken Sie gerade. Ja, das heißt, wenn wir das nochmal assoziieren mit der ersten Assoziation, die Sie hatten, also der ersten Idee, die reinkam, also unsichere Situation, könnten wir auf die Idee kommen zu sagen, Übergangssituationen sind per se durch ein hohes Maß an Unsicherheit gekennzeichnet. Ich würde eine Sache noch mit reinnehmen an der Stelle, Unsicherheit und Unwissenheit. Auch das hat ja was mit Übergängen zu tun. Und mit sozusagen dann dem subjektiven Gefühl von Unsicherheit. Wenn ich wenig weiß, fühlt sich das erstmal unüberschaubar und emotional unsicher. Also in solchen Situationen scheint Vertrauen nötig zu sein. Wenn wir das jetzt mal verbinden mit dem Fachdiskurs, dem wissenschaftlichen Fachdiskurs, dann können wir tatsächlich sogar generalisiert sagen, dass eigentlich soziale Interaktionen, also jegliche Formen des Zusammentreffens, miteinander im Gespräch sein, Dinge zusammen tun, Vertrauen in einem gewissen Maße brauchen. Also grundsätzlich kann ich Menschen besser kennen oder weniger gut kennen, aber die Art und Weise, wie ein anderer Mensch reagiert, ist für mich erstmal nicht steuerbar, planbar, sondern ich muss aufgrund dessen, was ich sozusagen bisher erfahren habe im Leben, aufgrund dessen, worauf ich mich verlasse an Konventionen und Regeln und so weiter, muss ich immer ein Stück weit vertrauen darauf, dass das Gegenüber ungefähr das tut, was ich erwarten würde. Das heißt, selbst bei ganz unkomplizierten Dingen, also ich bestelle einen Kaffee zum Beispiel und rechne damit, wenn ich das Geld hinlege, dass ich gleich den Kaffee auch rübergereicht bekomme. Auch da, in so einer ganz alltäglichen Situation, die wir 100-fach am Tag durchlaufen, vertrauen wir darauf, dass das passiert, was eigentlich immer passiert in der Situation und wir deswegen sozusagen unser Leben auch leben können. Also im Alltag an ganz vielen Stellen spielt Vertrauen eine Rolle. Jetzt haben Sie aber gerade schon gesagt, dass es für spezifische Situationen gibt, in denen Vertrauen nochmal eine außergewöhnliche Rolle spielt.
Nämlich für alle Handlungen, bei denen sehr offensichtlich ist, dass das passiert, was eigentlich auch bei dem Kaffeekauf der Fall ist, den ich gerade versucht habe zu skizzieren, nämlich dass deutlich wird, die Folgen meines Handelns lassen sich eigentlich nicht klar kalkulieren für mich. Also ob ich jetzt die Kaffeetasse gleich gereicht bekomme, das kann ich auch nicht klar kalkulieren, also wirklich voraussehen, wenn ich den Kaffee kaufe. Aber da habe ich viele Erfahrungswerte zu. Bisher hat es immer geklappt. Ja? Und deswegen gehe ich davon aus, es wird auch diesmal klappen. Wenn ich auch das nicht habe, dann wird es noch schwieriger für mich, die Folgen meiner Handlung zu kalkulieren. Und umso mehr brauche ich Vertrauen und umso mehr wird mir das Vertrauen, was ich brauche, auch bewusst in dieser Situation. Jetzt haben Sie vorhin mit den Übergängen schon sehr schön gesagt und mit diesem Unbekannten, auf das Sie angespielt haben, dass dabei insbesondere Situationen und Interaktionen, die unübersichtlich und oder neu sind, also neue Situationen sind per se ein bisschen unübersichtlich, aber auch bekannte Situationen können unübersichtlich bleiben, die erfordern besonders viel Vertrauen. Also je komplexer eine Situation ist, je mehr Beteiligte da eine Rolle spielen, die nicht ich sind, also die ich nicht steuern kann, umso komplexer, umso unübersichtlicher wird es und je mehr Unbekannte ich im Spiel habe. Also klassisches Beispiel, Sie ahnen es schon, ne? Migrationsprozess, das heißt, viele Dinge, die für andere irgendwie selbstverständlich zu sein scheinen, sind mir nicht so ganz selbstverständlich, brauche also eigentlich besonders viel Vertrauen. Jetzt ist es so, dass Vertrauen ja durchaus ein Alltagsbegriff ist, der viel verwendet wird und manchmal, wie das Alltagsbegriffe so an sich haben, auch durchaus mit einer gewissen Toleranz genutzt wird. Ja, also der eine meint das eine und die andere meint das nächste, wenn wir von Vertrauen sprechen. Das ist ja an der wissenschaftlichen Diskussion immer ärgerlich, aber gleichzeitig auch erfreulich, dass sie versucht, das sozusagen mit so klaren Definitionen in den Griff zu bekommen. Und was man hier sieht in der vertrauenstheoretischen Diskussion wissenschaftlich, ist, dass hier immer unterschieden wird zwischen drei eigentlich verschiedenen Arten und Weisen, Vertrauen zu begreifen. Das eine sind sogenannte Vertrauensneigungen, das zweite ist Vertrauenswürdigkeit und das dritte ist eine Reflexion darüber, dass Vertrauen ein soziales Geschehen ist. Was meine ich damit? Vertrauensneigung ist wahrscheinlich das, woran wir als erstes denken, wenn wir auch alltäglich über Vertrauen nachdenken. Wenn wir so an Freunde oder Freundinnen im Umfeld denken oder Bekannte, dann fallen uns Menschen ein, bei denen würden wir eher so mal frei heraus sagen, das ist jemand, der oder die eher vertraut und das ist jemand, der oder die hat eher Schwierigkeiten zu vertrauen. Da sind wir relativ fix manchmal in solchen Urteilen. Das ist das, was klassisch PsychologInnen messen, wenn sie Vertrauensneigungen messen. Auch das ist allerdings auch in der psychologischen Forschung nicht ganz so einfach, eindimensional, möchte ich sagen, weil die psychologische Forschung hier unterscheidet zwischen dem, was man so fast eine Charaktereigenschaft nennen könnte, also ein, wie da gesagt wird, generalisierte Vertrauensneigung. Also mit was für einer Neigung zu vertrauen gehe ich so grundsätzlich durchs Leben? Das ist das, was immer nah am Alltagsverständnis dran ist. Und aber auch in der psychologischen Forschung wird immer wieder deutlich, es gibt sehr situationsspezifische Vertrauensneigungen. Das heißt, eine Person zum Beispiel, die grundsätzlich wir eher als in einem Alltagsdeutsch vielleicht vertrauensselig beschreiben würden, kann in einer bestimmten Situation, aber ja auch Alltagsdeutsch würde ich wieder sagen, relativ misstrauisch sein gegenüber einer anderen Person, die insgesamt gar nicht so vertrauend durchs Leben geht, aber gerade in der Situation jetzt nicht so viel Schwierigkeiten hat, da zu vertrauen. Wenn Sie so ein bisschen über Bekannte oder auch vielleicht Fälle zum Teil nachdenken, also KlientInnen, AdressatInnen von Ihren Angeboten, dann werden Ihnen vielleicht eher Typen einfallen, die grundsätzlich sehr vertrauend wirken, aber in manchen Situationen dann doch Ihnen fast wie blockiert vorkommen. Andere, die eher zurückhaltend sind, eher nicht so vertrauend wirken, aber dann sie überraschen, wenn es in spezifischen Situationen darum geht, dass Sie da sich darauf verlassen, dass eine Person was tut oder die auch das Gespräch sucht und da sehr zutrauend ist oder so. Und das wird alles sozusagen in dieser Vertrauensneigungsforschung überprüft oder versucht nachzuvollziehen. Daneben ist aber in den letzten Jahren immer deutlicher gemacht worden, dass Vertrauen eben nicht so was ist wie so eine Charaktereigenschaft, die man mit sich rumträgt. Noch nicht mal eine, die nach Situationen variiert.
sondern dass das auch immer sehr viel mit dem Gegenüber zu tun hat. Also nicht nur, wie ich so bin, in welchen Situationen ich grundsätzlich mehr vertraue oder weniger oder wie grundsätzlich vertrauend ich auch bin, ist relevant, sondern auch, was mir begegnet. Das heißt, unabhängig von diesen Vertrauensneigungen, wird in der Forschung jetzt viel stärker in den letzten Jahren rekonstruiert, wie vertrauenswürdig wird zum Beispiel generell ein Angebot angesehen. Also wir können das schnell auf unseren Kontext hier übertragen. Also für wie vertrauenswürdig wird eine bestimmte Einrichtung der Kindertagesbetreuung zum Beispiel angesehen? Von ganz unterschiedlichen Eltern und anderen Fachkräften und Kooperationspartnern und so weiter. Da geht es also um diese Frage des Vertrauensobjekts, würde man sagen, in der Fachdiskussion, nicht des Vertrauenssubjekts, also der eine Neigung hat zu vertrauen, sondern des Vertrauensobjekts, also dem oder der vertraut wird. Da fallen uns erstmal eigentlich immer Personen ein. Ich habe jetzt gerade Organisationen genannt, also die Einrichtung kann vertrauenswürdig sein. Aber auch eine bestimmte Fachkraft kann für Eltern eher oder weniger stark vertrauenswürdig sein. Und Sie merken, da hat es nicht nur was mit den Eltern zu tun, sondern selbstredend eben auch mit der Fachkraft, die mir hier begegnet. Oder der Kultur- und Sprachmittlerin oder der ehrenamtlichen Helferin und so weiter. Wenn man das jetzt zusammennimmt und sagt, einerseits gibt es diese Vertrauensneigung, die situativ sehr unterschiedlich sein kann. Andererseits gibt es auch ein Gegenüber, dem vertraut werden muss. Sei es auf der personellen Ebene oder eben auch auf der Ebene einer Organisation oder auch, denken wir an die Kindertagesbetreuung, des gesamten Betreuungssystems in Deutschland. So weit können wir es ja treiben. Also es hätte sozusagen was von institutionellem Vertrauen. Wenn also alle diese Ebenen eine Rolle spielen und auch immer so eine Wechselbeziehung eigentlich relevant ist, dann ist man letztlich bei dem Schritt, das zu sagen, was die Vertrauensforschung jetzt auch in den letzten 10, 15 Jahren sehr stark in den Vordergrund rückt, zu sagen, Vertrauen ist ein soziales Geschehen. Hat also weder was nur mit der einen Person zu tun, noch mit der anderen Person oder der Organisation, sondern es ist eigentlich ein wechselseitiger Prozess auch, der sich abspielt. Und ich kann den umfassend eigentlich nur begreifen, wenn ich diese Wechselseitigkeit und das, was zwischen Menschen passiert, versuche nachzuzeichnen. Vertrauensaufbau gestaltet sich also als Prozess, mit anderen Worten. Und das ist relevant, wenn man überlegt, wie man das eigentlich gut erfassen kann. Also dann reicht es eben nicht, nur Menschen zu befragen danach, wie stark vertrauen sie, sondern muss man auch versuchen zu rekonstruieren, wie baut sich Vertrauen auf oder auch nicht. Ne? Wie baut sich Vertrauen wiederum nicht. Das heißt, die Frage, die eigentlich in der Vertrauensforschung mehr und mehr immer mehr in dieser Komplexität gestellt wird, wie sie jetzt hier nochmal aufgeführt ist, ist, man muss über diese Prozess-, Situations- und Kontextabhängigkeit hinweg immer eigentlich danach fragen, wer vertraut wem, wo, wann und in welcher Situation. Eine sehr komplexe Frage für ForscherInnen, das sozusagen nachzuvollziehen. Eigentlich nur beantwortbar, wenn man das auch ernst nimmt, schon in der Anlage der Forschung und jetzt nicht vorhat, allgemein Vertrauensforschung zu allem Möglichen in der Gesellschaft zu betreiben, weil dann fällt man eigentlich schon wieder hinter diese Idee zurück, dass ja die Situation und das Wann und wer mit wem genau und wo eine große Rolle spielt. Man muss also immer so eine gewisse Komplexität hier im Blick behalten und ich habe das hier nochmal versucht, grafisch ein bisschen darzustellen, damit das, was ich gerade so in Spiegelstrichen erläutert habe, vielleicht nochmal so im Bild etwas deutlich wird. Ich habe, wenn ich mich für Vertrauen interessiere, immer eine, wenn Sie so wollen, Interaktion zwischen VertrauensgeberInnen, würde man jetzt sagen in der Vertrauensforschung, also eine Person, die vertraut, und VertrauensnehmerInnen, also einer Person oder auch einer Organisation, sagen wir jetzt mal Kita, oder einem ganzen System, sagen wir mal frühpädagogisches System in Deutschland oder auch Wohlfahrtsstaat in Deutschland, zwischen denen das abläuft. Da spielen dann eine ganze Menge an situativen Faktoren mit. Also, welche Machtverhältnisse stehen im Raum? Wie läuft die Kommunikation insgesamt zwischen diesen Beteiligten? Was für eine zeitliche Dauer der Beziehung habe ich eigentlich? Also, auf welchem Fundament baut das auf? Und dann durchaus auch Kommunikation bis hin zur Sprache. Also, inwieweit ist Sprache
verlässlich als Medium des Vertrauens, wenn Sie so wollen. Dieser kontextabhängige Vertrauensaufbau hat dann eben viel auch mit Kontexten und kontextuellen Handlungen zu tun. Also was passiert im Umfeld noch, auf das jetzt zum Beispiel nur eine Erzieherin und ein Elternteil gar keinen Einfluss unmittelbar haben, sondern was passiert noch drumherum in der Gesellschaft, gerade wenn wir jetzt ans Thema Flucht nach Deutschland denken, dann kann ja in der Interaktion, werden bestimmt einige von Ihnen auch Anekdoten zu haben, kann ja in der Interaktion zwischen einer Erzieherin und einem Elternteil durchaus zum Beispiel auf einmal das Jobcenter eine Rolle spielen, obwohl das im engeren Sinne ja gar nicht zur Frage der Kindertagesbetreuung gehört. Oder der Tod eines nahen Familienangehörigen. Wenn wir an Fluchtkontexte denken, sogar in einem anderen Land jetzt zu dieser Zeit, der kann unmittelbar Einfluss nehmen auf das Vertrauensverhältnis, was sich eigentlich in einem frühpädagogischen Kontext jetzt behandelt. Also Sie merken, sehr komplex. Wie kann man damit umgehen? Im Grunde genommen nur darüber, dass man sagt, man spezifiziert das, wofür man sich interessiert. Also keine allgemeine Vertrauensforschung, sondern Vertrauensforschung zur frühpädagogischen Praxis. Wenn wir uns das jetzt ansehen, was es bisher an Forschung gab, muss ich jetzt sagen, vor unserem Projekt in Bezug auf frühpädagogische Kontexte, dann kann man sagen, bis dato gab es nur wenig Studien, die sich mit Vertrauen in frühpädagogischen Kontexten überhaupt auseinandergesetzt haben. Es gab eine Studie 2016 aus dem finnisch-estnischen Bereich, die sich auseinandergesetzt hat mit Vertrauen zwischen Erzieherinnen und Müttern in diesem Fall. Ne? Und da ist als erst ein Befund, der auch lange sozusagen als sehr wichtig sozusagen betrachtet wurde jetzt in den letzten Jahren, rausgekommen, nämlich dass für ErzieherInnen und Einrichtungsleitungen der mütterliche Bildungsstand ganz entscheidend ist für das Vertrauen, für den Vertrauensaufbau. Das heißt, es hört sich jetzt wahrscheinlich hart an, wir kriegen da häufig Reaktionen, dass die Leute sehr betroffen sind, wenn wir das sagen. Was wir empirisch sehen, ist, dass je höher der Bildungsstand der Mütter ist, desto mehr Vertrauen die ErzieherInnen haben. Ja, also wenn das ein geringerer Bildungsstand ist, erkennbar für die ErzieherInnen, desto weniger Vertrauen haben sie in die Erziehungskompetenzen auch damit. Umgekehrt spielt dieser Bildungsstand der ErzieherInnen überhaupt keine Rolle für die Mütter, sondern die Mütter interessieren sich eigentlich hauptsächlich dafür, wie kindzentriert die Erziehung ist und ob das Kind, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, von der Tendenz her eher wegorganisiert wird oder ob es im Mittelpunkt der Arbeit steht, für wahrnehmbar für die Mütter. Es gibt daneben aus dem deutschen Kontext eine Studie von Schweizern an, das ist allerdings keine sozusagen repräsentativ-quantitative Studie, sondern eine qualitative Studie, die rekonstruieren konnte, dass für den Vertrauensaufbau ein ganz entscheidender Faktor das Bildungsverständnis der Einrichtung zu sein scheint. Also je wichtiger und je offener Bildung als ein Konzept in der Einrichtung verankert ist, desto gelingender tatsächlich auch der Vertrauensaufbau gegenüber den Eltern. Es scheint, also wie gesagt, qualitative Studien. Dann gibt es noch eine für unseren Kontext sehr interessante Studie, weil die sich dezidiert mit Menschen mit Migrationserfahrung beschäftigt hat. Und da wurde deutlich, wie stark also sozusagen eine Dialogbereitschaft und ein respektvoller gegenseitiger Umgang eben dazu beitragen, dass migrantische Beteiligung in frühpädagogischen Angeboten angeregt wird und sozusagen die Eltern mit Migrationserfahrung an dieser Stelle eben auch zu Mitgestaltern der Angebote werden. Was es bis dato überhaupt nicht gab, war ein dezidierter Blick auf fluchterfahrene Eltern. Also wie gesagt, es gibt diese eine Studie zu migrantischer Beteiligung, aber Fluchtmigration hat bis dato überhaupt keine Rolle gespielt. Insgesamt ist auch, wie Sie schon sehen an diesem Forschungsstand, die elterliche Perspektive nur so ein bisschen beforscht gewesen, also auch jenseits des Kontexts Flucht. Jetzt ist die Frage, warum haben wir uns konzentriert auf fluchterfahrene Eltern, warum haben wir nicht direkt zu Eltern insgesamt geforscht? Hätte man definitiv machen können. Jetzt wissen wir aus der Vertrauensforschung, man muss den Kontext einigermaßen eingrenzen, damit man die Faktoren noch kontrolliert bekommt und am Ende auch sozusagen tragfähige Aussagen trifft. Das ist sozusagen ein Grund, warum wir uns auf fluchterfahrene Eltern konzentriert haben, aber durchaus auch politisch und gesellschaftlich motiviert. Erster Punkt ist, wenn man auf fluchterfahrene Menschen in Deutschland guckt, dann sieht man erstaunlicherweise,
zumindest für die Migrationsbewegung, die wir uns angeguckt haben, 2015 bis 20, dass ein sehr großer Anteil geflohener Menschen bei den Kindern unter 6 Jahren liegt. Also oder bis 6 Jahre, einschließlich 6 Jahre. Das ist jetzt gerade im Zuge der Ukraine, des Ukraine-Konflikts und der Fluchtmigration medial auch relativ präsent, dass das viele Mütter mit kleinen Kindern zum Teil auch sind, also gerade Mütter ja jetzt auch nochmal kriegsrechtsbedingt in der Ukraine. Das war aber bei den syrischen, afghanischen Flüchtlingen nicht anders grundsätzlich, nordafrikanischen Flüchtlingen nicht anders. Da war das medial aber anders repräsentiert. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so ging. Medial war gerade in den frühen Fluchtbewegungsjahren, so 2012 und dann natürlich mit der großen Bewegung ab 15, stand sehr stark im Vordergrund immer so diese jungen Männer. Ja, die sozusagen nach Deutschland jetzt kommen. Gleichzeitig auch aufgebaut mit so einem gefühlten Bedrohungspotenzial, was da sozusagen mit assoziiert wurde. Empirisch haben wir dafür überhaupt keine Evidenz, sondern tatsächlich auch, was syrische Geflüchtete angeht, afghanische Geflüchtete und so weiter, haben wir tatsächlich einen sehr starken Anteil von Kindern bis 6 Jahren. Also wenn Sie zum Beispiel die Asylanträge 2019 angucken, sehen Sie genau, ein Drittel der Asylanträge 2019 wurden gestellt für Kinder im Alter bis 6 Jahre. Was ein zweiter Grund ist, warum man diese Perspektive in den Mittelpunkt gerückt hat oder warum wir das gemacht haben, ist, dass Kinder fluchterfahrener Eltern zugleich in der Tendenz seltener, später und unregelmäßiger an frühpädagogischen Angeboten teilnehmen als Kinder von Eltern ohne Flucht. Da gibt es sozusagen jetzt Nutzungsdaten zu, die das gezeigt haben. Daraus, aus diesen Befundlagen, wurde häufig in der Politik und Praxis, aber auch in der Wissenschaft die These gemacht, das könnte was mit Vertrauen zu tun haben. Und zwar so vor allem die Grundannahme erstmal, das könnte was mit einem mangelnden Vertrauen der Eltern zu tun haben. Dass die sich sozusagen nicht trauen, ihre Kinder in die Einrichtungen zu geben. Und deswegen die Kinder seltener, später und unregelmäßiger in der Tendenz teilnehmen. Wir haben das nicht unbedingt geglaubt, aber wir haben gesagt, wir nehmen das mal zum Ausgangspunkt und haben das offen formuliert, indem wir die Frage gestellt haben, wie baut sich Vertrauen zwischen fluchterfahrenen Eltern und frühpädagogischen Angeboten auf? Und da unser Projekt umfassend vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen gefördert wurde, noch wird, haben wir den Fokus eben auf Niedersachsen hier auch klar gelegt. Daraus ist folgendes Projekt entstanden, was ich nur einmal kurz skizzieren möchte, ohne hier in die Details zu gehen. Wir haben hier einen subjektorientierten Ansatz verfolgt, was so viel heißt wie, wir haben die elterliche Perspektive in den Mittelpunkt gerückt. Uns hat interessiert, wie sehen das die Eltern? Wir haben in dem Zuge auch Fachkräfte interviewt, aber das werden Sie gleich sehen, nicht in dem Maße wie Eltern, auch Ehrenamtliche haben wir interviewt. Wir haben 3 Schwerpunkte hier gesetzt. Einmal die Bedeutung digitaler Medien im Vertrauensaufbau. Zweitens allgemein soziale Dienste, also nicht nur frühpädagogische Angebote oder Einrichtungen, sondern auch Jugendämter, Jobcenter und so weiter. Welche Rolle spielen die für den Vertrauensaufbau? Und drittens das freiwillige Engagement, weil das freiwillige Engagement in der Fluchtmigration ja immer wieder eine hohe Rolle, große Rolle spielt, sehen Sie auch gerade im Ukraine-Konflikt. Wir haben das Ganze sozusagen getan, indem wir neben qualitativen Interviewforschungen teilnehmende Feldforschung gemacht haben, also Beobachtungsforschung gemacht haben und eine quantitative Fragebogenerhebung, die wir über die Integrations- und Sprachkurse in Niedersachsen mit einer Klumpenstichprobe repräsentativ hergestellt. Also niedersachsenweit können wir da entsprechende Aussagen tätigen. Haben das Ganze versucht zusammenzuführen, um allgemein Bedingungen des Vertrauensaufbaus zu identifizieren und haben darüber hinaus ein eigenes Projekt zum kooperativen Praxistransfer gehabt. Da haben wir auch mit dem NIFBE ja an verschiedenen Stellen sehr produktiv zusammengearbeitet. Ich würde sagen, das heute gehört irgendwie auch dazu, obwohl das nicht im Mittelpunkt dieses Praxistransfers stand, sondern da ging es um Fort- und Weiterbildungselemente im engeren Sinne, die wir entwickelt haben. Das war ein Verbundprojekt, was ist vorhin schon gesagt worden, also gesamt in Lüneburg durchgeführt wurde. Waren wir sehr glücklich und stolz darüber, dass wir es gesamt nach Lüneburg bekommen haben, weil wir dann auch sehr eng hier am Standort zusammenarbeiten konnten.
gefördert, wie gesagt, aus Mitteln des MWKs. Wir haben insgesamt 50 qualitative Interviews mit Eltern geführt, darüber hinaus 33 mit Fachkräften und 15 mit freiwillig Engagierten, um das zu rahmen, haben 44 Dokumenten und Medienanalysen durchgeführt und 20 teilnehmende Beobachtungen und darüber hinaus eine niedersachsenweit repräsentative quantitative Befragung geflüchteter Eltern durchgeführt. Das ist also sozusagen die Datengrundlage. Und damit kommen wir zu den Ergebnissen. Ich habe jetzt sozusagen mal ein paar Hauptergebnisse hier versucht, sozusagen sehr kompakt darzustellen und möchte Ihnen dazu berichten. Das erste Ergebnis, was wir sozusagen übergreifend auch mit verschiedenen Methoden herausarbeiten konnten, war, dass geflüchtete Eltern einen tatsächlich sehr hohen Vertrauensvorschuss und genaue Erwartungen in frühpädagogische Angebote aufweisen. Sie erinnern sich an die Vorabfrage, die ich vorhin gestartet habe, was Sie so erwarten würden. Und da haben wir ja sozusagen eine Erwartungshaltung so im mittleren Bereich gehabt, dass die meisten dachten, na, so mittelmäßig hoch ist das Vertrauen wahrscheinlich. An anderen Stellen hatten wir auch schon die Reaktion, dass die Vorannahme war, dass das eher gering ist, vielleicht aufgrund von genereller Skepsis gegenüber staatlichen Einrichtungen, auch wenn man sozusagen geflüchtet ist und viel Kontakt hatte mit Grenzschutz und so weiter, dass sich das auf den Staat insgesamt übertragen würde. Das konnten wir nicht finden, sondern wir konnten tatsächlich finden, dass die Eltern initial ein sehr hohes Vertrauen in frühpädagogische Angebote aufweisen. Initial heißt auch vor Einmündung in frühpädagogische Angebote. Wir haben also dezidiert auch Eltern befragt, die ihre Kinder nicht oder noch nicht in frühpädagogischen Angeboten hatten. Da gibt es, man könnte im Alltagsdeutsch sagen, ein sehr, sehr hohes Grundvertrauen oder Vorvertrauen in frühpädagogische Angebote. Zugleich, das entspricht ja auch logisch, sind die Eltern sehr bemüht und motiviert, den Kindern eben einen Zugang zu frühpädagogischen Angeboten zu ermöglichen und versprechen sich davon auch ganz konkrete Dinge, nämlich eine gute sozial-emotionale Einbindung und entsprechende Entwicklungschancen für das Kind und auch eine Sicherung familialer Routinen, also Vereinbarkeitsthematik spielt hier auch eine Rolle. Also Dinge, die sie eigentlich gut kennen, von einer eigentlich idealen Motivation, würde man sagen, von Eltern, wie man sich das so wünscht, könnte man zunächst mal sagen. Also die Chancen für das Kind begreifen und gleichzeitig auch die Chancen für die eigene Vereinbarkeitsthematik zu begreifen. Zugleich wird den Angeboten eine umfassende formelle Bildungsfunktion zugesprochen. Das haben Sie vielleicht auch in der Praxis das ein oder andere Mal schon bemerkt, dass sozusagen durchaus Vorstellungen bestehen zu dem, was passiert in frühpädagogischen Angeboten, die aber differieren können zu dem, was in Anführungsstrichen man so kennt, wenn man jetzt längere Zeit in Deutschland schon sozialisiert ist. Das heißt, formelle Bildungsfunktion steht hier häufig im Mittelpunkt auch der Erwartung. Ich habe ein bisschen Zitate mitgebracht an der Stelle, um das zu verdeutlichen. Also wir haben zum Beispiel aus einem qualitativen Interview jetzt hier mit einem Vater die Äußerung erstmal, also warum das schön wäre, wenn das Kind in frühpädagogische Angebote einbinden kann. Erstmal kann jedes Kind in der Kinderbetreuung mit anderen Kindern Kontakt haben und sprechen, eine andere Sprache auch. Und kann richtig spielen oder basteln. Das ist, glaube ich, für jedes Kind das Beste. Und das ist auch sehr gut für mich. Also Sie sehen beide Motive, ne? Einerseits Entwicklungschance für das Kind, andererseits Vereinbarkeitsmöglichkeiten, ne? Also auch Entlastungsfunktionen. Das kann aber sozusagen auch andersrum aussehen, wenn sozusagen da Bildungserwartungen für die Eltern gefühlt enttäuscht werden. Da sagt eine Mutter zum Beispiel, wenn meine Tochter nächstes Jahr zur Schule geht und sie spricht gar nicht Deutsch, sie konnte gar nicht Deutsch sprechen, nur Arabisch, nicht sprechen, nicht schreiben und lesen. Und dann sagte ich zu der Leiterin, bitte, meine Kleine spricht gar nicht Deutsch und sie muss nächstes Jahr zur Schule gehen. Daran erkennen Sie jetzt zum Beispiel, dass so eine formelle Bildungsfunktion der Kindertagesbetreuung hier zugesprochen wird und dass dann Irritation entsteht, wenn das so gar nicht ist und eine Verunsicherung zunächst mal. Wir konnten dann häufig herausarbeiten, auch aus der Vorerwartung heraus, dass es vielleicht nur mein Kind ist, was das so nicht lernt. Und dann zurückgelassen wird und ich fühle mich hilflos, weil ich das nicht ändern kann. Sie merken, ne, es kann jetzt sozusagen nicht die Idee sein, dass wir sozusagen den Vorschulbereich ausweiten im Kindertagesbetreuung. Das ist auch gar nicht unbedingt die Lösung des Ganzen,
Aber was Sie hier erkennen, ist ein Informationsdefizit, ne, der Mutter, die hier verunsichert ist an der Stelle. Das wären jetzt zwei qualitative Eindrücke. Ich kann aus der quantitativen Befragung noch hinzufügen, dass das initial, also dass wir sowohl diese formelle Bildungsfunktion und das Grundvertrauen eben auch in Zahlen nachweisen können. Und ich will nur eine Zahl nennen an der Stelle. Also auf einer Skala von 1 bis 10 liegt das initiale Vertrauen, also das Vorschussvertrauen in frühpädagogische Angebote in Deutschland bei allen geflüchteten Eltern im Mittel bei 8,5. Also 8,5 von 10. Das ist wirklich sehr hoch gemeldet an der Stelle. Ein zweites Ergebnis, was ich gerne kurz vorstellen möchte, ist, dass Vertrauen ein Prozess ist. Das haben wir vorhin schon gehört. Und dass er eben dauerhafte Herausforderungen für frühpädagogische Angebote mit sich bringt. Man kann sagen, es gibt eben vielfältige Herausforderungen, die es den Eltern erschweren und auch den Einrichtungen erschweren, die Eltern einzubinden und das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Und zwei ganz zentrale Herausforderungen dabei sind einerseits Sprachlichkeit, das konnten Sie sich wahrscheinlich schon denken im Vorhinein, und dann zweitens das Bildungsverständnis. Das Bildungsverständnis ist gerade in dem letzten Zitat schon ein bisschen angeklungen, wo die Mutter so ein bisschen unklar darüber war, ob nur ihr Kind das jetzt nicht gelernt hat bisher, was so Schriftspracherwerb zum Beispiel angeht. Und bei der Sprache sind uns mehrere Dinge aufgefallen, die es sozusagen erschweren, diesen Vertrauensaufbau. Einerseits diese Eingewöhnung des Kindes in einer fremden Umgebung ist etwas, wo dann das Fehlen der sprachlichen Kommunikationsfähigkeit beidseitig das den Eltern sozusagen schwer macht, das Vertrauen aufrechtzuerhalten, weil das, haben wir vorhin schon gehört, ja eine hoch vulnerable Situation ist, wenn ich mein Kind in eine Eingewöhnung sozusagen gebe. Schon bei Eltern, mit denen auf der sprachlichen Ebene alles wunderbar im Austausch funktioniert, ist das ja so. Dann ein zweites großes Problem, wo die Sprache ein Hindernis darstellt, ist unserer Beobachtung nach die Kommunikation, die Einbindung geflüchteter Eltern auf Elternabenden. Ein dritter Punkt ist die Informationsweitergabe, zum Beispiel in Bring- und Abholsituationen, also diese klassischen Tür- und Angelsituationen, wo Informationen dem Gefühl nach einfach auf beiden Seiten das Gefühl besteht, das kommt nicht richtig an. Das kann eben sehr stark das Vertrauen beschädigen, sage ich jetzt mal. Und wenn es um das frühpädagogische Bildungsverständnis geht. Also ein Beispiel, was wir da immer gerne zu bringen, ist, wir hatten eine Mutter, die berichtet hat von einem Kind, das sozusagen so einen Wasserspieltag miterlebt hat und dann sozusagen am Ende des Tages relativ vermatscht und nass wieder abgegeben wurde an die Mutter. Und die Mutter fühlte, wie sie dann berichtete, sich total beschämt, weil sie nicht verstanden hat, dass das alle Kinder jetzt so erlebt haben. Das Kind wurde auch etwas später abgeholt. Und aus dem Vorverständnis heraus hat sie gedacht, das Kind wurde bestraft. Ja? Einfach weil es nicht verstanden wurde, worum es jetzt ging. Das hätte man erläutern können. Ne? Und Sie merken, die Sprache spielt hier natürlich auch eine Barriererolle an der Stelle. Wenn man jetzt aufs Bildungsverständnis nochmal schaut, habe ich hier einen Interview-Ausschnitt nochmal mitgebracht, auch mit einer Mutter, die sagt, also wie ich das von Afghanistan und Iran kenne, ist es ja so, den Kindern wird auch langsam beigebracht, wie die anfangen zu schreiben und zu malen. Aber hier wird irgendwie mit den Kindern nur gespielt. Also habe ich im Kindergarten auch nachgefragt, warum hier den Kindern nichts beigebracht wird. Und die haben sowas gesagt wie, bis sie nicht in die richtige Schule gehen, spielen die nur. Ich versuche auch jetzt mit ihm zu Hause ein bisschen zu lernen. Zum Beispiel, ich kann selber ja nicht so gut Deutsch, aber ich kann ihm zum Beispiel beim Alphabet helfen. Und Sie merken, was hier nochmal eine Rolle spielt, ist dieses Gefühl von, vielleicht wird mein Kind hier zurückgelassen. Ich verstehe nicht, warum. Ich muss versuchen, das irgendwie auszugleichen. Also auch da wieder gar nicht der Appell, das muss sich alles ändern, sondern wir merken sozusagen, auch hier ist das miteinander verwoben, es hängt auch an der Kommunikation. Wenn wir auf ein drittes Ergebnis schauen, sehen wir, dass Vertrauenspersonen tatsächlich eine große Rolle spielen. Das ist auch in Vorgängerstudien immer schon mal beschrieben worden, ohne dass erforscht wurde, was eigentlich Vertrauenspersonen ausmacht. Das haben wir uns jetzt angeguckt. In Vorgängerstudien hieß es nur häufig, dass sozusagen aus Sicht der NutzerInnen, gerade geflüchtete Eltern, die immer hervorheben, dass es so Leute gibt, denen man besonders vertraut und dass das ganz wichtig ist für den Zugang zur Einrichtung. Wir haben uns jetzt angeschaut, inwieweit, was so eine Person, Vertrauensperson eigentlich ausmacht. Als nächstes Mal, wie gesagt, kann man sagen, hauptamtliche Fachkräfte sowie Ehrenamtliche sind eine wichtige Zugangs- und Integrationsressource.
auch weil sie einfach Gatekeeper sind, könnte man sagen, ne, zu den Einrichtungen, zu den Angeboten. Sie haben eine große Bedeutung für die Zugangsprozesse. Das wird ja auch politisch und fachpolitisch schon längere Zeit reflektiert. Aber auch bei Unklarheiten oder Irritationen, wenn der Zugang bereits gelungen ist, also im Rahmen des längerfristigen Kontakts zu frühpädagogischen Angeboten. Häufig gibt es sozusagen so die Beobachtung, wenn die Eltern dann angekommen sind, dann endet die Unterstützung. Aus Sicht der Eltern ist es aber so, dass gerade dann die Vertrauenspersonen nochmal ganz relevant sind. Oder die Zugangspersonen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass einige dieser zugangsrelevanten Personen die Rolle einer Vertrauensperson einnehmen. Was macht so eine Vertrauensperson aus? Auf der praktischen Ebene kann man sagen, die zeichnet es aus, dass auf Augenhöhe den Eltern begegnet wird, dass das Wissen und die Erfahrung der Eltern auch anerkannt wird, nicht bestritten wird, dass eine Verlässlichkeit besteht, Erreichbarkeit und gleichzeitig der Eindruck ist, dass da auch aufmerksam zugehört wird und mitgedacht wird. Also sehr humanistische Prinzipien, könnte man eigentlich fast sagen, die da erkannt werden. Daneben auch aus Sicht der Eltern ganz reflektiert spielt Sprache und die eigene Erfahrung der Vertrauenspersonen, zum Beispiel, wenn die selbst Eltern sind, das spielt auch häufig eine wichtige Rolle für einen gelingenden Vertrauensaufbau, weil man eine Gemeinsamkeit entdeckt. Ne? Das kennen Sie auch mit Eltern, die jetzt keine Fluchterfahrung haben, dass das ein Brückenbauer sein kann. Ne? Was wir auch gesehen haben ist, das werden vielleicht einige von Ihnen, wenn Sie in diese Rolle schon mal geraten sind, auch bestätigen können, dass die Eltern zum Teil dazu tendieren, die Vertrauensperson zu familialisieren. Das hat einerseits so diesen Aspekt von, da wird die Arbeitszeit entgrenzt, ja, die werden sehr stark in Anspruch genommen, spricht dafür, dass das System als solches sie eigentlich nicht hinreichend auffasst. Das müssen dann sozusagen Personen kompensieren, sage ich auch gleich nochmal was zu. Familialisierung heißt aber auch, dass wir erkannt haben in der Forschung, häufig erst auf den zweiten Blick, dass zum Beispiel eine Vertrauensperson eine Fachkraft in einer Einrichtung ist, weil die Eltern so weit gehen, dass sie die zum Beispiel Tante nennen oder eine ehrenamtliche Helferin einfach Oma nennen. Und zwar aus einer Wertschätzung durchaus implizit heraus, dass sie merken, die macht viel mehr, als sie machen müsste. Ja? Das heißt, die werden eigentlich in der Dankbarkeit zur Familie gezählt, weil auch der Eindruck ist, die machen viel mehr als ihren Job. Und gleichzeitig sind sie eben extrem wichtig dafür, dass ein Vertrauensverhältnis entsteht. Eine Beschreibung, Charakterisierung nochmal einer Vertrauensperson, die wir als solche bezeichnen würden, haben wir hier in diesem Interview mit einer Mutter, die sagt, also sie hat von Anfang an, von der ersten Minute an meinen Sohn und mich so behandelt, als würde sie uns schon immer kennen. Mit einem großen Lächeln und weder mein Sohn noch ich hatten je das Gefühl, dass wir Fremde sind. Und sie hat uns so genommen, wie wir waren und mein Sohn war relativ schwierig. Er hat lange gebraucht, 3 Monate lang gebraucht, bis er sich eingelebt hatte. Und sie war sehr geduldig, sehr verständnisvoll, sehr behutsam im Umgang. Und sie hat auch mir immer zugehört. Wir haben auf Englisch kommuniziert. Und wenn ich Fragen hatte oder eine Sorge hatte oder ihr erzählt hatte, mein Sohn hat dies oder das oder jenes gemacht, dann hat sie mir immer einen Tipp geben können oder einen Rat geben können oder mich bestätigt in dem, was ich erzählt habe oder eben auch gesagt, mach das anders. Und das Wichtigste war eben diese Vertrauensbasis. Das ist jetzt ein schönes Zitat für uns, ne, weil die Mutter selbst auch auf dieses Vertrauen kommt, zu sprechen kommt. Ne, und das zeichnet eben aus, was für sie ganz essentiell eine Vertrauensperson ist. Wenn wir auf Ergebnis 4 jetzt schauen, ich bin ein bisschen über der Zeit, ich weiß es nur an die Kolleginnen gerichtet, ich versuche mich ein bisschen zu sputen. Wenn wir auf das Ergebnis 4 jetzt schauen, dann sehen wir, dass es nicht nur so ist, dass das Personen sind, die Vertrauenspersonen sein können, sondern dass auch Organisationen zu Vertrauensorganisationen werden können. Es gibt also einen Zusammenhang, konnten wir nachweisen, zwischen elterlichem Vertrauen in Personen und in Organisationen. Und das elterliche Vertrauen gegenüber Fachkräften hat so, wenn Sie so wollen, eine Strahlkraft für das Vertrauen gegenüber der dazugehörigen Organisation. Also wenn ich eine Erzieherin zum Beispiel habe, die ich als Vertrauensperson erlebe, dann überträgt sich das auf die Einrichtung, die ich habe. Entspricht sicherlich auch ihrer Alltagsvorstellung, ne? Dass wenn ich da Personen vertraue, dann finde ich den Kindergarten als solchen auch gut. Interessant ist, dass wir jetzt herausfinden können, dass das auch andersrum wirkt. Also der Vertrauensvorschuss, den Eltern einer Organisation entgegenbringen, kann sich auch positiv auf die Wahrnehmung der Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit der Fachkräfte auswirken. Wir haben das häufig in so wechselseitigen Prozessen gesehen.
Also es gab eine Erzieherin, die fand ich sehr vertrauenswürdig, deswegen vertraue ich dem Kindergarten und jetzt vertraue ich auch der anderen Fachkraft. Dass das hier ganz schön illustriert, ist nochmal so ein Ausschnitt aus dem Interview. Da fragt die Interviewerin, was ich mich auch gefragt habe, wenn die Kommunikation mit der Erzieherin so schwierig war, warum wollten sie ihren Sohn in diesen Kindergarten schicken? Soweit ich weiß, gibt es andere Kindergärten in ihrem Ort. Die Antwort lautet, weil mein anderer Sohn bereits in diesen Kindergarten geht und ich kenne den Kindergarten. Der Kindergarten gefällt mir gut. Also hier ist eine Situation, wo eigentlich die Fachkraft eher als schwierig erlebt wird und trotzdem ist das Vertrauen sozusagen über das andere Kind und die Begegnung, die das Kind bis dato hatte mit anderen Erzieherinnen, ist so da, dass man sagt, der Kindergarten ist gut, ich vertraue jetzt auch, ich gebe dieser Erzieherin noch einen Vorschuss, obwohl ich bisher von der Beziehung nicht überzeugt bin. Ne? Also das wirkt in beide Richtungen, haben wir gesehen. Letztes Ergebnis, Ergebnis 5, ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Es gibt eben diese engagierten Vertrauenspersonen, die wir auch charakterisieren konnten über unsere Forschung. Und die lösen häufig, dem ersten Anschein nach, das Problem, dass Vertrauen aufgebaut werden muss. Gleichzeitig kompensieren sie damit aber strukturelle Mängel, die nicht einfach weg sind durch die Arbeit der Vertrauenspersonen. Wir können nämlich zeigen, dass die Vertrauenspersonen häufig vorzufinden, nicht inklusive Organisationsabläufe und Strukturen in Niedersachsen ausgleichen. Das heißt, sie haben sozusagen eine sehr engagierte, sehr inklusiv denkende Fachkraft. Aber das heißt nicht, dass der Kindergarten oder auch im breiteren Sinne das Anmeldesystem bis hin zum Betreuungssystem als solchen dieser Einstellung auch entsprechen würde. Denn diese Fachkräfte oder auch Ehrenamtlichen häufig übernehmen sehr oft Aufgaben, die weit über ihre eigentlich vorgesehenen Zuständigkeiten hinausgehen. Wir haben das von der anderen Seite vorhin schon gesehen, das trägt dann dazu bei, dass die Eltern die auch familialisieren, weil sie sehen, dass die sehr weit über ihre eigentlichen Zuständigkeiten hinausgehen, diese Personen. Das resultiert in Entgrenzung und teilweise auch Überlastung für die Vertrauenspersonen, können wir uns vorstellen. Ne? Der Weg zum Burnout ist dann irgendwann nicht mehr weit, wenn ich ständig sozusagen meine Zuständigkeiten überschreite aus einem Gefühl von, ich will, dass die Eltern mir weiterhin vertrauen können und ich will da investieren. Und auch da haben wir ein Interview mit einer Fachkraft, einen Ausschnitt zu, die sagt, ja, ich mache sogar viel jetzt ehrenamtlich. Das ist eine Fachkraft, ne? Also es ist eigentlich eine verberuflichte Fachkraft, die sagt, ich mache sogar viel jetzt ehrenamtlich. Ich schaue nicht auf die Uhr und ich schreibe das nicht auf. Und das ist auch über die Stadt, über meine Dienstnummer, ne? Aber einige Familien hatten meine Nummer über das Projekt. Aber ihre Kinder sind jetzt nicht mehr im Kindergarten, sondern in der Schule. Und trotzdem haben die immer noch meine Dienstnummer. Und für solche Familien arbeite ich ehrenamtlich. Die haben meine Nummer mitgenommen und die schicken mir Briefe aus der Schule. Aber ich kann nicht Nein sagen. Und Sie sehen, hier ist es tatsächlich sehr weitgehend, dass diese Vertrauensperson ihre Rolle weiter ausfüllt, obwohl das eigentlich organisational nicht mehr ihre Zuständigkeit ist. Das betrifft insbesondere bestimmte Themen, wie wir identifizieren können. Also einerseits das, was auch schon lange im Fokus der Aufmerksamkeit auf der Fachöffentlichkeit steht, nämlich Platzsuche und Anmeldung, also Zugänge schaffen. Und da haben wir sozusagen verschiedene Situationen auch gefunden. Also zum Beispiel, dass Freiwillige dann bei zahlreichen Kitas anrufen, damit das Kind irgendwie unterkommt, ne? Bis das Kind akzeptiert wird. Das macht dann die freiwillige Helferin an der Stelle. Oder die Kita gibt dem Kind einen Platz, obwohl das Rathaus das eigentlich abgelehnt hat. Also man könnte sagen, eine Kompetenzüberschreitung, aber im Sinne, also auch von der Organisation, aber im Sinne dessen, dass hier eine Anmeldung möglich wird. Oder Eltern übernehmen eine Kita-Anmeldung für Neuangekommene, also andere Eltern, ne, die sozusagen ehrenamtlich engagiert sind, wenn sie so wollen. Oder eine Freiwillige begleitet die Eltern zum Jugendamt, obwohl sie eigentlich schon gut Deutsch sprechen. Hier sehen wir manchmal auch eine, durchaus gerade bei den Ehrenamtlichen, auch eine Überreizung dieser Vertrauenspersonentätigkeit, sodass die Eltern auch gar nicht so sehr in eine Selbstständigkeit entlassen werden. Auch dieses Phänomen haben wir zum Teil. Ein zweiter Punkt ist sozusagen der Alltag. Und ich hatte vorhin schon gesagt, Vertrauensprozesse hören ja nicht auf, wenn das Kind in der Einrichtung ist, sondern wir haben sogar viele Befunde, die darauf hinweisen, dann geht es erst richtig los. Zum Beispiel eine Verwandte übersetzt bei der Eingewöhnung. Ne? Also da ist eine Vertrauensperson, die sogar aus dem familiären Umfeld der Betroffenen kommt, ganz relevant. Oder eine Erzieherin nimmt sich Zeit für die Kommunikation und nutzt dafür Google Translate. Also nutzt sozusagen parallel nochmal zu dem, was im engsten Sinne ihr Job ist,
eine Übersetzungs-App, um da Unterstützung zu leisten. Oder eine Freiwillige erklärt Eltern, was sie dem Kind für die Kita mitgeben müssen, oder auch klärt die auf zur Rolle des Elternabends. Also so ein Wissen über, in Anführungsstrichen, normale Abläufe, die sozusagen hier weitergegeben werden. Oder eine Kulturmittlerin leistet Überstunden und unbezahlte Arbeit für die Unterstützung im Kitas, geht also mit in die Kitas und arbeitet dort vor Ort mit. Das wäre sozusagen klassische Kompensationsfunktion, ne, von diesen Vertrauenspersonen. Genau, ich würde jetzt an der Stelle erstmal kurz einen Punkt machen, weil das einige Ergebnisse ja waren, und würde gerne den Raum erstmal lassen für erste Assoziationen, bevor ich dann auch ein paar Schlussfolgerungen gerne für Sie noch ziehe. Aber dann haben Sie die Möglichkeit, stärker mit mir ins Denken über das, was Sie jetzt gehört haben, zu kommen. Wenn das auch für die OrganisatorInnen so okay ist, würde ich hier mal kurz einen Punkt machen. Ja, genau. Ja klar, sehr gerne. Wie gesagt, melden Sie sich gerne oder schreiben Sie den Chat oder stellen Sie einfach Ihr Mikro an und sprechen Sie in den Raum. Erstmal ganz herzlichen Dank. Ich kann meine Kamera nicht aktivieren. Mein Name ist Dörte Schäffler. Vielen Dank erstmal für das spannende Thema und die Darbietung der Ergebnisse. Ich habe zwei Dinge, die ich gerne beitragen möchte. Zum einen ihre Studienergebnisse nochmal klar, ist mir nochmal klar geworden, wie relevant es immer wieder ist, dass wir darüber informieren, welchen Auftrag Kita hat und welchen Auftrag Kita nicht hat. Und das andere ist die Frage des ewigen Dilemmas, ich formuliere es mal ein bisschen pathetisch, im Hinblick auf Ehrenamt, also wie wird gesellschaftlicher Auftrag oder Auftrag auch von Politik und Bildung verlagert ins Ehrenamt. Ne? Und da haben wir ja in der Kita schon immer und länger die Frage, was leisten zum Beispiel ErzieherInnen über das hinaus, was ihr Auftrag wäre oder ist, und wie ist die Wahrnehmung dessen, also ist das zum Beispiel den Familien überhaupt klar, dass die ErzieherInnen viel mehr machen als das, was sie eigentlich müssten, und deshalb diese Frage, haben ErzieherInnen eine Lobby, sich ja immer wieder indirekt mitstellt. Also dieses Dilemma ist mir durch Ihren Vortrag nochmal ganz klar geworden. Mhm. Ja, und was ich gerne auch nochmal unterstreichen möchte an dem, was Sie aufrufen, ist, dass wir eben bei den geflüchteten Eltern durchaus sehr schön sehen können, dass da sehr viele ein sehr klares Bewusstsein dafür haben, dass das eine Entgrenzung der Arbeit ist, die sie da vorfinden. Gleichzeitig sind sie in der Position, dass sie da nicht einfach von absehen können, ne? Sondern dass es ja ganz wertvoll für sie ist, dass es Leute gibt, die das eben zusätzlich tun. Und sie haben natürlich aber recht, wenn sie das umdrehen und sagen, das deutet eben auf diese strukturellen Mängel ganz klar hin, die es im Regelsystem zunächst mal gibt. Die gelten ja auch für nicht geflüchtete Eltern am Ende, ne? Aber hier wird es besonders deutlich. Ja. Trauen Sie sich ruhig. Haben Sie Vertrauen? Carsten. So, erstmal muss ich meinen Ton einstellen. Ich hätte im Grunde zwei Fragen. Und zwar zum einen, ich finde das ja sehr überraschend, diesen sehr hohen Vertrauensvorschuss, den geflüchtete Eltern in das System haben. Und meine erste Frage wäre, ob das unabhängig ist von der jeweiligen kulturellen Herkunft der Familien. Und zum anderen die Frage, die Sie wahrscheinlich jetzt natürlich nicht exakt beantworten können, aber inwieweit Ihre Forschungsergebnisse auch grundsätzlich auf Familien mit Migrationshintergrund zu übertragen sind. Mhm. Oder wo der Unterschied aus Ihrer Sicht bestehen würde. Ja. Also zunächst mal zur ersten Frage. Wir haben das quer zu allen sozusagen Flüchtlingsuntergruppen, die wir uns untersucht haben, haben wir das gesehen. Also es gibt kein Bias jetzt in irgendeine Richtung. Also wir könnten jetzt nicht sagen, die afghanischen Flüchtlinge sind sozusagen, haben eine höhere Vertrauensneigung als die syrischen oder so. Sondern es ist tatsächlich kulturübergreifend für alle geflüchteten Untergruppen, die wir
die wir uns angeschaut haben. Die zweite Frage, also von daher würden wir erstmal, aber dazu können wir nichts sagen, ne, die Ukraine haben wir nicht mit drin, ne, weil die haben wir jetzt sozusagen, wir haben 2020 ja sozusagen die Feldphase gehabt, 2021 nochmal Nachhebung, aber vor sozusagen Ukraine-Krieg. Ich würde aber erstmal davon ausgehen, dass es nicht so anders ist, was damit zusammenhängt mit Ihrer zweiten Frage, also der Frage, inwieweit ist das übertragbar auf Migrationserfahrung allgemein? Das ist in Grenzen übertragbar, wenn wir uns auf jüngere Migration anschauen, weil sozusagen jenseits des Kontexts, den wir mit dem Wort Flucht natürlich immer sofort assoziieren, ob man jetzt mehr oder minder freiwillig oder nicht so freiwillig migriert ist, das ist gar nicht so der entscheidende Unterschied, sieht man häufig in der Übertragbarkeit, sondern eher die Frage, wie lange sind die Menschen schon da? Und Fluchtmigration, die wir uns jetzt angeschaut haben, ist ja eine sehr junge Migrationserfahrung. Das Vertrauen zum Beispiel, das generalisierte Vertrauen gegenüber dem Ankommensland, nimmt an vielen Stellen eben, geht zurück, insbesondere in Gesellschaften, die sich lange Zeit nicht als Migrationsgesellschaft betrachtet haben wie unsere. Und es wird tendenziell eben eher erhalten, wenn Migrationsbiografien als Normalfall betrachtet werden. Und Deutschland, wenn man jetzt auf den deutschen Kontext schaut, kann man deswegen sagen, wahrscheinlich im Mittel, wir haben es jetzt nicht komparativ untersucht, aber wahrscheinlich wäre zum Beispiel das Vorschussvertrauen in der Breite von migrierter Bevölkerung geringer als bei der fluchtmigrierten Bevölkerung, die wir uns angeguckt haben, weil die schon länger da sind und immer wieder erfahren, ja, eigentlich, ihr gehört hier irgendwie zu, aber irgendwie auch nicht, ne? Um es mal so zu sagen. Und das Gefühl hat sich bei den jüngst Migrierten noch gar nicht so breit machen können. Also es ist leider ein bisschen traurig, wie ich das erzählen muss, aber das hat was mit den gesellschaftlichen Realitäten einer immer noch sehr ethnozentrischen Gesellschaft der Deutschen zu tun. Ja, Anna? Und ich würde da vielleicht gleich direkt andocken. Das ist natürlich so ein klassischer Akkulturationseffekt. Erstmal kommt man an, man nimmt alles Positive mit und irgendwann mal merkt man, ups, hier sind Sachen, die passieren, die vielleicht nicht so ganz so gut für mich laufen. Und dann gibt es erstmal so eine längere Phase, wo es ja, runtergeht im Wohlbefinden, sagen wir es mal so. Und auch hat auch was mit den Strukturen zu tun. Aber das wollte ich gar nicht fragen. Es würde in die Richtung von Herrn Hermanns Frage gehen, aber gar nicht so sehr auf Kultur als Land, sondern tatsächlich wurde der sozioökonomische Status mitkontrolliert, weil also an manchen Stellen klingt es mir so, als ob da viele Familien dabei waren, die tatsächlich mit einem relativ hohen Bildungslevel schon gekommen sind. Also zumindest mal die, die sie jetzt in ihrem Pool hatten sozusagen. Und von der Erwartung her würde man da tatsächlich da wahrscheinlich denken, dass die ein bisschen einen kindzentrierteren Zugang haben, ein bisschen einen informierteren Zugang haben zu einem, wie läuft Kindertagesbetreuung und so weiter, im Vergleich vielleicht zu anderen. Und das würde ich tatsächlich länderübergreifend sehen und da würde ich gar nicht aufs Land gucken. Und dann würde ich vielleicht noch fragen wollen, tatsächlich, haben Sie auch erfasst, was die Vorerfahrungen dieser Familien waren zum Thema Kindertagesbetreuung? Weil auch das natürlich eine Rolle spielt für den Vertrauensvorschuss, den man dann natürlich geben kann oder nicht kann. Ja, wir haben beides mit abgefragt. Ich muss jetzt ein bisschen mit zwei Stimmen sprechen für die Quantitative, ne? Weil da kann es uns ja um Repräsentativität gehen. In der quantitativen Befragung haben wir beides mit abgefragt. Wir haben keine für uns jetzt nennenswerten Unterschiede gefunden, die also korrelationsmäßig wirklich sozusagen irgendwie signifikant wären zwischen sozioökonomischen Hintergründen. Das hat uns auch überrascht, aber es ist tatsächlich durchweg so gewesen bei der Stichprobe, die wir jetzt hatten, niedersachsenweit. Was wir trotzdem sehen, und da würde ich Ihnen zustimmen, ist natürlich, dass in unserem qualitativen Material, da gibt es auch ein bisschen Ausnahmen, die habe ich aber jetzt tatsächlich nicht so präsentiert. In unserem qualitativen Material haben wir häufig ausführlichere, explorativere Gespräche mit Familien geführt, die ich jetzt auch sozioökonomisch eher in der Mittelschicht sehen würde.
So, ne? Das ist tatsächlich so, das ist so ein bisschen Creaming-Effekt, den man ab und zu hat in der qualitativen Forschung dann eben. Und das kann diesen Eindruck jetzt auch nochmal verstärkt haben von Ihnen, da würde ich Ihnen zustimmen. Wir haben allerdings jetzt nicht dabei, also oder gezeigt, aber wir haben allerdings auch Interviews geführt, qualitative, wo wir auch verbunden mit dem sozioökonomischen Status gesehen haben, dass wenn der Vertrauensvorschuss, der erstmal eben auch da ist, klassenübergreifend, wenn Sie so wollen, wenn der enttäuscht wird, dass die Eltern unterschiedlich damit umgehen und dass dieses Pull-out sozusagen, also dieses sich zurückziehen und enttäuscht sein, das schlägt stärker durch unserer, also es sind jetzt aber nur qualitative Daten, die wir haben, also unserem ersten Eindruck nach schlägt das schneller oder härter durch bei Familien, die vom sozioökonomischen Status nicht ganz so hoch aufgestellt sind. Ja, also die reagieren drastischer. Herr Linde. Sie haben ja nochmal dargestellt, dass das elterliche Vertrauen so ein Prozess ist, der eine dauerhafte Herausforderung ist, und haben dabei nochmal gesagt, dass die Elterneinbindung sich an den Punkten Elternabende, Eingewöhnung bringen und Abholsituationen und Vermittlung des Bildungsverständnisses vor allen Dingen zeigt. Wir haben ja vorhin hier 50% der Anwesenden gehabt, die gesagt haben, ich glaube, wir sind da mittelmäßig bis gut aufgestellt, also dann wären wir sogar bei 90%. Ich würde gerne, ich sag mal, für die da Anwesenden fragen, worauf kommt es denn da dann an? Mhm. Was empfehlen Sie für genau diese, ich nenne die jetzt mal Schlüsselsituationen, ja, dass Fachkräfte da gut andocken? Also damit zumindest dieses Gefühl bleibt, wir sind da relativ fit, was den Kontakt oder meine eigene Einschätzung zu der Fragestellung angeht. Ja. Ja, das sind wichtige Fragen. Also was haben wir an der Hand sozusagen, um diese Schwellen möglichst niedrig zu halten? Also Einbindung in den Alltag, dann auch so Fragen von Eingewöhnungssituationen, Elternabenden und so fort. Wenn es erlaubt ist und jetzt im Moment keine Rückfrage ist, würde ich es einfach kombinieren mit der Schlussfolgerung, die ich habe, weil das greift nämlich genau in diese Richtung, was Sie auch fragen. Und dann ergänze ich gerne sozusagen, wenn ich damit Fragen aber offen lasse, die jetzt angesprochen wurden. Und gehe hier nochmal eben rein. Also erstmal wäre mir wichtig, nochmal zwischendurch festzuhalten, ich denke, das ist deutlich geworden, also politische Argumente, die ja auch immer wieder zu hören sind, die in die Richtung zielen, dass fluchterfahrene Eltern zu einer stärkeren Akzeptanz grundsätzlich frühpädagogischer Angebote zu bewegen seien, die zielen eigentlich am Wesentlichen vorbei. Also das haben wir wirklich jetzt auch auf empirischer Grundlage zeigen können. Das initiale Vertrauen in frühpädagogische Angebote ist hoch. Also um es mal ganz knapp zu sagen, an den Eltern liegt es nicht, wenn die Kinder überhaupt nicht ankommen in der Kita. Was dann passiert, das ist ein Wechselspiel. Habe ich schon vertrauenstheoretisch darüber gesprochen. Es ist immer ein gegenseitiger Aufbau von Vertrauen. Aber überhaupt anzukommen in der Kita, kann man wirklich sagen, da sind die Eltern kein nennenswertes Hindernis. Also in der Breite geguckt, wie gesagt, 8,5 von 10 Vertrauensvorschuss in frühpädagogisches Angebot. Also den Eltern da den schwarzen Peter zuzuschieben, ist einfach empirisch ein No-Go, kann man sagen. Was es aber bedarf, ist eben zusätzliche Anstrengung fluchterfahrener Eltern nach der Einmündung ihrer Kinder auch in frühpädagogische Angebotsstrukturen kommunikativ stärker einzubinden und das elterliche Vertrauen aufrechtzuerhalten und das stärker zu tun, als es bisher geschieht. Was ich an der Stelle auch nochmal sagen möchte, es gibt ja eine ganze Menge an Initiativen, die eben jenseits dieser hohen Motivation der Eltern, ihre Kinder da reinzugeben, die Eltern auch eben bei Zugängen unterstützen. Also man denkt an Kita-Einstieg, ne, Rucksack und so weiter, was es alles gibt in Niedersachsen. Die positive Botschaft ist ja, das scheint ja auch Früchte zu tragen, weil offensichtlich sozusagen erstmal dieses Vorschussvertrauen erhalten bleibt und die Kinder dann auch ankommen. Es sind immer noch welche, die trotzdem Schwierigkeiten haben. Das liegt nicht an den Eltern, sondern an den objektiv zur Verfügung stehenden Plätzen. Ja. Da funktioniert es ganz gut. Wo aber von fachlicher Seite nachzubessern ist, ist das, was passiert, nachdem die Kinder eigentlich da sind und die Eltern mit ihren Kindern in der Einrichtung sind. Und wie wir gerade schon gehört haben, hier spielen insbesondere sprachliche Barrieren eine Rolle.
Beziehungsweise, wir würden das tatsächlich konkretisieren, aus dem, wie wir es auch rekonstruieren konnten im Projekt, die Zentralsetzung dieser Bedeutung der deutschen Sprache, das spielt tatsächlich eine große Rolle. Und da sind Fachkräfte unserer Ansicht nach, so wie wir das beobachten können, natürlich auch in einem totalen Dilemma, weil die Sprachförderung so forciert wurde in den letzten Jahren und sozusagen Spracherwerb, Deutschspracherwerb im frühkindlichen Bereich ja ganz hoch aufs Tableau gesetzt wurde von politischer Seite. Und das lässt mich natürlich in Dilemma geraten als frühpädagogische Fachkraft, weil ich das ja immer tun soll. Und dann sehe ich, aber gibt es auch Kinder und Eltern, mit denen ist sozusagen der Deutschspracherwerb ist schwierig. Ist zu Teil ein bisschen selbstgemachtes Problem, weil sozusagen eigentlich es ja um Spracherwerb geht und nicht immer um Deutschspracherwerb, aber andererseits bin ich sofort bei Ihnen, ist auch ein bisschen selbstgefälliges Argument eines Wissenschaftlers, weil man muss ja trotzdem im Alltag irgendwie sich verständigen können. Die Frage, die sich aber auftut, ist, wenn wir tatsächlich in einer Migrationsgesellschaft leben, und zwar nicht nur jetzt gerade mal 2015 bis 2022, weil jetzt hatten wir Fluchtmigration und Ukraine, und in 5 Jahren ist das dann alles wieder weg. Davon können wir nicht ausgehen, sondern es ist eine dauerhafte Migrations- und ich würde sogar sagen eine Fluchtmigrationsgesellschaft, in der wir leben. Das heißt, empirisch, jetzt erstmal gar nicht wertend, sondern empirisch ist der entscheidende Befund zunächst mal zu sagen, Mehrsprachigkeit ist normal. Und nicht deutsche Einsprachigkeit. Und das ist tatsächlich vor allem eine Lernaufgabe der Mehrheitsgesellschaft. Also noch Mehrheitsgesellschaft, kann ich ja sogar noch dazu sagen, ne? Also der bisherigen Mehrheitsgesellschaft, das ändert sich rapide. Und das heißt, das zu begreifen, nicht als ein Bedrohungsszenario, sondern als eine Möglichkeit, Dinge auch anders zu akzeptieren, ist, denke ich, ein produktiver Umgang, den man versuchen kann, schrittweise, ne? Nicht von heute auf morgen, aber schrittweise sozusagen sich dem anzunehmen. Ich bringe nochmal ein Zitat jetzt von einer Mutter an der Stelle, die sagt, die Sprache ist schwer. Ich spreche nicht so gut Deutsch und verstehe nicht alle. Das ist schwierig für mich. Zum Beispiel, wenn ich einen Elternabend habe, da habe ich alles gar nicht verstanden. Alle sprechen so schnell, aber trotzdem gehe ich hin. Ich habe nichts verstanden und das war schwer, das ist peinlich für mich. Ja, aber trotzdem gehe ich hin und habe vielleicht 1-2 Worte verstanden, aber das ist gut. Das heißt, Sie sehen hier eigentlich auch an dieser Stelle, und das haben wir an vielen Punkten gefunden, eine hohe Bereitschaft, sich sozusagen sich zu engagieren, sich einzubringen. Diese Mutter hatte übrigens ein B2-Sprachzertifikat, also sie war jetzt gar nicht so schlecht, ne? Muss man sagen. Und trotzdem, was wir hier natürlich über den Erlebnisbericht der Mutter sehen, ist, dass zumindest hier in diesem Fall beim Elternabend keine sehr inklusive Struktur in Bezug auf Mehrsprachigkeit vorzuherrschen scheint. Aus einem anderen Interview, was ich gerne noch anbringen möchte, ist nicht die gleiche Mutter gewesen, aber ein anderes Interview, was wir geführt haben, hat eine Mutter berichtet, dass sie auch ganz große Schwierigkeiten hatte, beim Elternabend mitzukommen, also inhaltlich mitzukommen. Und sie hat sich dann eine Freundin mitgebracht, die übersetzt hat für sie. Was dann in der Situation endete, dass die anderen Eltern sich beschwert haben darüber, dass da immer getuschelt wird. Und das ist natürlich nicht nur nicht inklusiv, sondern es ist tatsächlich, das hat ja so was exklusiv Ausgrenzendes aktiv, muss man sagen. Und das sind Punkte, die haben wir schon immer wieder gefunden. Und ich glaube, jetzt ist wichtig zu sagen, das hat nichts sozusagen einfach nur mit einer moralischen Aburteilung jetzt dieser Fachkräfte zu tun, sondern es ist wichtig, da auf Seiten der Fachkräfte ein Bewusstsein für zu schaffen, dass das sozusagen keine Störung im Organisationsablauf ist, wenn da Mehrsprachigkeit irgendwie notwendig ist, sondern dass es ja um, dass das sozusagen das Stammpublikum auch ist, ne? Und dass es darum geht, sozusagen Mehrsprachigkeit zu akzeptieren und zu versuchen, dem mit Übersetzungs-Apps zum Beispiel, mit Leuten, die man mitkommen lässt, weil sie schon etwas besser sprechen und so weiter, zu Rande zu kommen und tatsächlich auch mit aktiver Mehrsprachigkeit, würde ich sagen, an den Stellen. Jetzt ist die Herausforderung an der Stelle, wenn wir beim Thema Sprache noch kurz bleiben, ist ja, dass im Unterschied jetzt zum Beispiel, ich lebe in Berlin-Kreuzberg, im Unterschied zu einer sozusagen sehr bikulturell aufgestellten Ebene, wo ich jetzt mich sozusagen dazu entschließen kann, als Träger eben auch immer eine Fachkraft zu haben, die türkischsprachig ist, habe ich es bei Fluchtmigration nochmal mit mehr Komplexität zu tun, weil ich ja viele Nationalitäten, viele Herkunftssprachen habe und so weiter. Und da ist natürlich die Integrationsfähigkeit irgendwann auch an einem Ende, weil ich ja jetzt kein Team haben kann, wo ich also regelmäßig 6 bis 7 Sprachen abdecke.
Was aber durchaus eine Möglichkeit ist, ist hier auf digitale Medien zurückzugreifen, in komplexeren Situationen. DeepL.com zum Beispiel ist eine wunderbare Übersetzungs-App, die man in komplexeren Situationen nutzen kann. Dann haben wir viel gelernt aus dem skandinavischen Raum, wo zum Beispiel Dinge organisational gelöst werden, indem am Schlüsselbund bestimmte Bilderplaketten sind, zum Beispiel für bring mal Windeln mit, ja, also wo ich dann eine Windel sozusagen habe, die ich zeigen kann, wo sozusagen ein anderes Selbstverständnis von Migrationsgesellschaft irgendwie auch sichtbar wird dran. Und ein dritter Punkt, auf den man natürlich zurückgreifen kann an vielen Stellen, ist auch Englisch als eine Weltsprache und die auch viele Eltern tatsächlich sprechen und wo es eine Ausweichmöglichkeit gibt, haben wir auch vorhin in einem Interviewzitat gesehen, dass das sehr dankbar sozusagen aufgenommen wird. Philipp, wir haben noch eine Wortmeldung. Ich nehme mal an, dass Anna das dazugehört an der Stelle. Ja, so ein bisschen. Also ich würde gerne nochmal auf Ihren auf Ihren Bezug zum Kita-Einstieg quasi nochmal zurückkommen wollen, weil wir tatsächlich ja im NÜFPE die Prozessbegleitung in diesem Programm mitmachen und da auch ein paar, wie ich schon gesehen habe, ein paar Koordinationskräfte da auch mit hier im Raum sitzen sozusagen und die, glaube ich, ganz gut bestätigen können, dass an der Stelle sowas wie Sprach- und Kulturmittlung einen großen Schatz quasi darstellen und das als Message sozusagen für die Politik natürlich großartig wäre, wenn man das verorten könnte strukturell, weil auch da würde ich dann wieder zurückkommen wollen als zur allerersten Meldung. Ich glaube, das war die Frau Schäffler, wenn ich mich jetzt nicht irre, die tatsächlich nochmal deutlich gemacht hat, dass man der Politik tatsächlich diverse Messages eigentlich mitgeben muss an der Stelle, dass Sprach- und Kulturmittlung eine ganz wichtige Sache ist, dass das Ehrenamt eine ganz wichtige Sache ist. Dass genau wie Sie gesagt haben, diese Verstetigung von Vertrauenspersonen, wenn man so möchte, also dass man stetig erfahrene Personen braucht, die wirklich dauernd da sind und nicht nur diese kurze Phase der Eingewöhnung mitmachen, sondern tatsächlich, wie in manchen Programmen, jahrelang im Prinzip, als Kontakt, also so genauso, wie Sie das in Ihrer Forschung quasi herausgefunden haben, dass eigentlich auch die Erfahrung aus dem Kita-Einstieg ist im Endeffekt, aus diesem Projekt, wo die Koordinationskräfte und die Fachkräfte ja jetzt in diesem Bereich vor der Kita eigentlich, in diesen niederschwelligen Angeboten, im Prinzip genau das machen. Ja, also nur ganz kurz, bin ich vollkommen bei Ihnen. Und da können wir Ihnen die empirische Evidenz zu liefern, zu genau diesem Punkt, weil tatsächlich, das haben wir auch, kriegen wir auch immer wieder die Reaktionen auch von Kita-Einstieg zum Beispiel, sagen, bis dahin läuft es gut und unser Gefühl ist immer, jetzt müsste es weitergehen. Und das ist in der Tat ein politischer Reflex und Impuls, der sozusagen auch was konservativ-ethnozentrisches hat, würde ich tatsächlich sagen, davon auszugehen, dass Fluchtmigration sozusagen eine Konjunktur ist oder Migration überhaupt eine Konjunktur ist. Anstatt dass es einfach der Gang einer globalisierten Welt ist, dass wir sozusagen eine in Wissens- und Informationsgesellschaft spielt Migration und Mehrsprachigkeit ja nochmal eine ganz andere Rolle und dass es deswegen eine Daueraufgabe ist, immer wieder diese Kultur- und Sprachmittlung auch in der Sache zu haben, bin ich sofort bei Ihnen. Ist es nicht so zu deuten, dass in der Struktur aber die Migrationsberatung diese Stabilität sichert? Die Migrationsberatung hat ja einen ganz entscheidenden Anteil in den Landkreisen. Das ist richtig. Das ist auch ganz wichtig und wertvoll. Überhaupt die gesamte, ich würde noch hinzunehmen, auch die Flüchtlingssozialarbeit ist wichtig an dieser Stelle. Was die Gratwanderung, denke ich, ist, dass man natürlich Menschen, die man grundsätzlich immer in die Sparte Migrationsberatung und oder Flüchtlingssozialarbeit steckt, man natürlich auch besondert in den Regelabläufen. Also die werden besonders. Also jetzt mal ganz physisch und plastisch gesprochen, sage ich, da müsst ihr mal darüber gehen. Ja, also und das müsst ihr dort mal klären. Wohingegen die Idee wäre, so habe ich jetzt auch gerade die letzte Wortmeldung verstanden, dass ja auch diese Kultur- und Sprachmittlung stärker als ein Regelmoment in den Regeleinrichtungen verortet werden muss. Das kann man auch mit ExpertInnen aus der Migrationsberatung machen. Das sind häufig ja sogar die gleichen Personen, die das dann auch obendrauf noch machen,
weil sie die personelle Expertise mitbringen. Ich glaube, was wichtig ist, ist der organisationale Ort. Und wichtig ist sozusagen keine, weil dann sind wir wieder in der klassischen deutschen Integrationslogik, wenn wir sagen, ja, also das sind ja jetzt andere Menschen, die müssen darüber gehen und kriegen da ein extra Angebot. Wichtig ist, dass wir begreifen, dass die deutsche Kita eine migrationsgesellschaftliche Kita ist. Das heißt, die Services, die ich brauche in der deutschen Kita, implizieren eben Sprachmittlung, Kulturmittlung. Frau Schäffler hat sich nochmal gemeldet. Zwischendurch wollte ich nur einmal darauf aufmerksam machen, es ist gleich 5:30, also so. Ja. Nur, aber Frau Schäffler jetzt erstmal. Danke, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich würde das, was Sie zuletzt sagten, Herr Sandermann, ganz doll unterstützen wollen aus der Perspektive des Programmes Sprachkitas. Also auch hier wäre es so, würde das Programm so wie vorgesehen dieses Jahr enden, dann würde die Nachhaltigkeit sicherlich hier und da möglich sein und gleichzeitig wäre die Begleitung, die das entscheidende Element ist, um zu unterstützen und in der Kita gerade auch Sprachbildung vor allen Dingen zu unterstützen und nicht den Gedanken, Sprachförderung brauchen Kinder, die Deutsch als zweite Sprache dazulernen oder Deutsch als weitere Erstsprache dazulernen. Also diese Idee der Inklusivität finde ich da so enorm wichtig. Und da kann ich, wie gesagt, alles, was bisher gesagt wurde in Bezug auf Begleitung, nur unterstreichen. Also das wäre total toll, würde das tatsächlich politisch sehr zeitnah aufgenommen und berücksichtigt werden. Und das ist ja auch aus dem Kita-Einstieg und anderen ähnlichen Programmen nachvollziehbar und durch Ihre Studie offensichtlich jetzt evident beweisbar. Wunderbar. Ja, ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Also inklusive Gesellschaft heißt dann auch innerhalb der Kita eine inklusive Gesellschaft, heißt ja, man strebt zu etwas Drittem. Es geht ja nicht darum, einfach die Leute nur zu inkludieren in Regelabläufe und die weiter nach deutschem bisherigen Muster zu treiben, sondern auch zu überlegen, in einer pluralistisch-demokratischen Gesellschaft, was lernt man voneinander? Ne? Und ich weiß, dass die Realität in den frühpädagogischen Einrichtungen dem häufig nicht entspricht, weil die entsprechenden Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt werden. Trotzdem kann das ja das Ziel nicht kann das nicht dazu führen, dass wir das Ziel nicht mehr haben und sozusagen Menschen dann absondern oder auch Services absondern. Sondern ich glaube, das ist wichtig, dagegen zu halten. Ich möchte einen Punkt vielleicht nochmal nennen an der Stelle. Also wir haben jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen, es gibt eine Notwendigkeit einer umfassenden inklusiven Reorganisation der Regelangebote, wenn Sie so wollen, unter diesen migrationsgesellschaftlichen Bedingungen. Und das ist ganz klar eine politische Aufgabe auch, ne? Keine Frage. Also es spielt insbesondere eine Rolle dafür, das Bewusstsein, dass wir in einer mehrsprachigen und auch digitalisierten Gesellschaft liegen, apropos eine Übersetzungs-App, es gibt inzwischen wirklich, also DeepL.com kann ich nur Werbung für machen. Es ist wirklich was anderes als Google Translate oder so. Ne? Sage ich ja ungeschützt einfach mal mit. Es ist ein Startup und Non-Commercial und so, kann ich gut sagen. Dann das Bewusstsein, das Vertrauen, eben ein wechselseitiger Prozess, ist mir auch nochmal wichtig. Also wenn ich sozusagen in dem Elternabendbeispiel, was etwas provokativ ist, was ich jetzt vorhin gebracht habe, scheitert das ja daran, dass die Fachkräfte den Eltern und auch die anderen Eltern dieser Mutter gegenüber misstrauisch sind, als wenn die jetzt da tuschelt und nicht das Vertrauen haben, zu sagen, der geht es darum zu verstehen, was hier passiert. Das heißt also, Vertrauen bedeutet auch, mich vertrauend einlassen auf die Personen, die jetzt zuletzt hinzugekommen sind. Und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, es geht darum, das Fachpersonal und die freiwillig Engagierten natürlich durch politische, organisationale Absicherung einer migrationsgesellschaftlichen Frühpädagogik zu unterstützen. Da ist mir ein Und flöten gegangen. Eigentlich sollte es politische und organisationale Absicherung heißen. Warum mache ich da einen Unterschied? Weil das eine die politische Ebene ist und die ist ganz entscheidend, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das andere ist, ich kann auch bestimmte Dinge von den einzelnen Fachkräften wegnehmen, indem ich es organisiere stärker. Also Beispiel nochmal Schlüsselbund mit den Bildchen. Ja, ist was eine Einrichtungsleitung versuchen kann, bewusst zu machen, umzusetzen. Oder mehrsprachige Hausordnung oder mehrsprachiges Konzept sozusagen der Einrichtung. Nochmal, Übersetzungs-Apps und so, das ist alles glücklicherweise nicht mehr so ein Hexenwerk wie vor 10 Jahren. Trotzdem finden wir es an einigen Stellen nicht und das würde ja auch das eine oder andere
Tür- und Angelgespräch entlasten, wo ich das nicht immer noch mal im Einzelnen mit Händen und Füßen erklären muss, sondern ich habe es organisational gelöst. Also auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, neben der natürlich zuvor stehenden politischen. Im Chat war eben nochmal die Frage nach dieser App, die du genannt hast. Hier steht jetzt Deep.com, so hieß das, glaube ich, oder? Genau, also Deep wie tief, ne? Achso, Deep. Genau, Deep. Okay. Ist jetzt wirklich eine Werbeveranstaltung, ne? Aber man kann die wirklich gut nutzen. Ne? Es gibt nicht alle Sprachen, aber es gibt eine ganze Menge inzwischen. Ich will das nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen und dann bin ich auch wirklich durch. Nochmal diesen Druck, der für die Fachkräfte besteht, hier mit einem Zitat, da sagt, ich habe immer Überstunden gearbeitet. Das reicht nicht. Ich bin nur hier in zwei Kitas, aber die Leute brauchen mich im Ort sogar mehr als hier. Fast jeden Tag brauchen die eine Kulturmittlerin. Das ist, was Sie auch gerade aus dem Publikum nochmal unterstrichen haben, ne? Also diese Tätigkeit. Genau, ja, das reicht nicht. Wenn ich 4 oder 5 Stunden die Woche arbeite, das ist wenig. Die brauchen sogar jeden Tag 4 oder 5 Stunden, ja. Und das zeigt nochmal, ne? Regelaufgabe, Sprach- und Kulturmittlung in einer migrationsgesellschaftlichen Kindertagesbetreuungseinrichtung ist irgendwie logisch, wenn man darüber nachdenkt. Aber das ist sozusagen die personelle Ausstattung, mit der gearbeitet werden muss. Und das auch nochmal auf der politischen Ebene, hier, das lasse ich jetzt als letztes wirklich stehen, ein Zitat von einer ehrenamtlich Engagierten zur Inklusivität von Behörden an dieser Stelle bis dato, die sagt, wenn aber die Einwanderungsgesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft sich dahinstellt und sagt, so, seht mal zu, wie ihr euch hier irgendwie zurechtfindet, dann wird das nichts. Ja. Ja, vielen Dank, Philipp.